sondern möchten wirklich dort stehen bleiben an der Stelle, wo sie gerade sind. Glasflaschen, ganz wichtig. Es wurden immer schon wieder Glasflaschen gesehen. Die werden eingesammelt, die packen uns hier vor einem Glasapparat, die sind einzusammeln und zu entsorgen. Dann, wie gesagt, Glasflaschen, Getränkedosen, Pyrotechnik, alles verboten. Hätte ich das gewusst, wäre ich tatsächlich auch nicht gekommen. Das ist relativ wenig. Jetzt kommt woanders bestimmt mehr los, ja. Aber okay, jetzt bin ich da. Wie gesagt, das Vermummungsverbot beachten, Schlauchschalen sind im Auto zu verboten. Ansonsten bitte auf das achten, was ich bei den Beschränkungen noch mal vorlese, was ich zum Schluss noch mal vorlese. Ich mache das jetzt im Ex-Müll-Aussicht immer wieder, dass wir hier ganz sicher sind. Weil das ist jetzt ja auch schon ein bisschen so eine Generalprobe für nächsten Montag, da ist es wieder dunkel und da wissen wir nicht, was wir dann da die Voraussetzungen haben. So, danke schön, ich danke euch erstmal. Danke für eure Bereitschaft und dass ihr das macht. Vielen Dank für eure Erleichterung. Da kommt der Anruf von Samir. Hallo Samir. Schön, dass du zurückrufst. Folgendes, ich bin hier gerade live gegangen und es ist immer noch das Thumbnail aus Wien wird angezeigt. Ich kann das, wenn ich unterwegs bin, ich kann das nicht rausnehmen. Das ist völlig unmöglich. Auf meinem Smartphone, das ist wirklich immer so ein Gefummel, allein schon das live hinzubekommen. Ich gehe ja nicht über die App, weil das funktioniert ja nicht, also es funktioniert schon. Ja. Jetzt ist Montagsspaziergang in Leipzig, ja. Ah, wunderbar, ich danke dir. Bis morgen, ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bitte zunächst einmal das falsche Thumbnail zu entschuldigen. Ich habe gerade schon mal unserem Kollegen Samer Bescheid gegeben, dass er sich darum kümmert. Er macht das jetzt. Das ist irgendwie noch ein bisschen älter. Aber ja, das passiert halt manchmal. Wir sind eine ganz, ganz kleine Gurkentruppe. Okay, ja, heute ist der Tag der Deutschen Einheit. Der Montagsspaziergang in Leipzig, hier auf dem Augustusplatz, findet früher statt als sonst. Ja, soll jetzt um 3 Uhr gleich losgehen. Es gibt die Aufforderung an umliegende Städte und Kreise, dass sie halt hierher kommen, um den Montagsspaziergang zu unterstützen, damit es groß wird. Bis jetzt ist es relativ wenig, das muss ich sagen. Es füllt sich noch ein bisschen, aber wir haben hier vielleicht ja, 500 Leute. Ich habe mit deutlich mehr gerechnet. Aber okay, mal schauen, wie viele es noch wird. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier durch die Menge gehen, dass jeder einen Eindruck davon bekommt, wer da ist und wie viele auch ungefähr. Damit ich hier weiterreden darf. Ganz wichtig, wir sind friedlich. Von uns geht keine Aggression aus, keine Gewalt. Vor allen Dingen für den Hintergrund der Ausschreitung nach der letzten Demonstration am Montag möchte ich das nochmal betonen.
Moderatoren. Ich denke, wir sind hier alle auf keine Konfrontation aus und ich glaube, dass es hier einfach eine Unterwanderung gab von einigen wenigen Störungen, wenn es denn so ist, dass uns Menschen aus unserem Aufzug waren, die hier die Antifa angegriffen haben sollen. Ja, das ist tragisch und mich trifft das auch sehr stark, weil ich das überhaupt nicht schön finde, wenn es hier einige wenige Personen gibt, die sich hier vielleicht einschleichen und den ganzen Aufzug in Verruf bringen. Stinkefinger oder sonstigen Beschimpfungen, sonst sind wir auch nicht besser als ein grölender Haufen. Wie gesagt, achtet bitte auf Störer, wendet euch an die Ordner oder an die Polizei, das sind die Profis. Es gilt im gesamten Aufzug ein Vermummungsverbot. Es sollten zwei Sinnesorgane zu sehen sein, das heißt, wenn jemand eine Maske tragen möchte, dann sollten Augen und Ohren frei sein. Glasflaschen und Getränkedosen. Alleiniges Problem beim letzten Mal wurde es immer wieder im Aufzug gesichtet. Okay, also das ist jetzt wirklich kurios, die Auflagen der Polizei. Es herrscht ein Vermummungsverbot, was ich grundsätzlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen begrüße oder verurteile. Es ist halt so und es macht ja auch Sinn. Allerdings, Masken dürfen ja getragen werden. Also es dürfen keine Schals, also so diese Schlauchschals, die sind wohl jetzt hier untersagt. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ich hätte einen Schlauchschal dabei, nicht um mich zu vermummen, sondern falls es irgendwie nass wird und Wind aufkommt, wollte ich den benutzen. Aber das ist verboten. Man darf allerdings eine Maske aufsetzen. Das ist kurios, weil nichts vermummt momentan besser als eine solche Maske. Ich glaube, das ist mittlerweile allen klar. Darum gibt es auch viele Leute, gerade eben auf Seiten des Gegenprotestes, den wir heute auch wieder erwarten können, ja, die diese Masken tragen. Ja, also manche Auflagen von Seiten des Staates sind einfach nur kurios und sinnlos. Die rechte Fahrbahnrichtung einzuhalten, sofern vor Ort durch die Polizei keine andere Verfahrensweise vorgegeben wird. Der öffentliche Personennahverkehr bzw. Gegenverkehr ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nicht zu behindern oder zu gefährden. Ein vorhandenes separates Gleis mit der Leipziger Verkehrsbetriebe ist in jedem Fall freizuhalten. Den Anweisungen der Beamten des Polizeivollzugsdienstes ist in jedem Fall Folge zu leisten. Die Geschlossenheit des Aufzuges muss gewährleistet sein, größere Abstände innerhalb des Aufzuges dürfen nicht entstehen. Bei Einsatzfahrten der Polizei, der Feuerwehr und von Rettungsfahrzeugen ist die Versammlung bei Notwendigkeit zu unterbrechen. Kundgebungsmittel sind somit zu führen, dass andere Teilnehmer oder Dritte nicht gefährdet oder behindert werden. Soweit es im Aufzug Frontbanner mitgeführt werden, sind diese in ihren Ausmaßen so zu bemessen, dass diese nicht über die Breite der genutzten Fahrbahn herausragen. Veranstaltung, Transparenthaltestand, Haltestand für Trageschilder müssen aus Weichholz oder Fellmaterial sein und dürfen in der Gesamtlänge 2 Meter nicht überschreiten bzw. im Durchmesser oder in der Kantenlänge 3 cm nicht überschreiten. Den Teilnehmern wird während der Versammlung untersagt, gefährliche Gegenstände mitzuführen, die als Wurfgeschosse dienen können, insbesondere wie nochmal gesagt, Getränkedosen und Glasflaschen. Das Abwerfen von Flugblättern, Zeitschriften, sonstigen Publikationen oder ähnlich während der Versammlung ist untersagt. Soweit sogenannte Publikationen mitgeführt werden, sind diese gezielt an Dritte zu übergeben oder auszulegen. Wir haben heute keine Kerzen dabei, denke ich, das muss ich nicht vorlesen. Ein Hinweis, der Paragraph für den Hygieneregeln, die darf ich heute weglassen. Das Zeichen des Z-Symbols, des Hauszeichens, jawohl. Des Georgsbandes, der Georgsfahne, sonstige Symbole für die Unterstützung der russischen Armee oder russischen Regierung in jeglicher Ausführung kann im Einzelfall einen Straftatbestand erfüllen. Die Paragraphen lesen im Einzelnen nicht vor. Die vorgenannten Straftatbestände können durch das Bandieren von Parolen ohne gleichzeitige Verwendung der vorgezeichneten Symbole den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine billigen oder zu Gewalt gegen das ukrainische Volk aufstacheln, ebenfalls verwirklicht werden. So, Dankeschön. Jetzt wird noch kurz der Bernd sprechen. Der hat sich hier vorbereitet noch mal etwas zu den Vorfällen am letzten Montag. Ja, hallo, liebe Mitstreiter, liebe Freunde. Auch ein paar Worte an die Presse und die eventuelle Menschen von Leipzig nehmen Platz und der Antifa. Wir alle machen heute hier nochmal deutlich klar, wir sind friedlich,
aber wir sind laut und lassen uns Kritik nicht verbieten. Ich betone friedlich und laut. Nun gab es in der letzten Woche einen Vorfall. LVZ, Kreuzer, die Leipziger Internetzeitung haben darüber berichtet. Allerdings deutlich unterschiedlich. In der LVZ stand von einem Vorfall, wo angeblich oder drei Menschen mit sieben Menschen von der Antifa ein Problem hatten und dort drüben an der Haltestelle es zu einem Gerangel oder wie auch immer kam. Es wurden keine Menschen von den drei Leuten, die da angeblich geschlagen haben, festgestellt. Es wurde also nicht festgestellt, wer dort geschlagen hat. Ich weiß auch nicht, ob es bis heute festgestellt wurde. Aber am nächsten Tag stand im Kreuzer bzw. In der Leipziger Internetzeitung ganz klar fest, das waren irgendwelche Rechte, die bei uns aus dem Zug waren. Erstens waren die nicht mehr in der Demo, das war nie die Strecke, sondern es ist ein Vorfall, den wir schon öfter erlebt haben. Nämlich, dass hier Dinge konstruiert werden und uns sowas untergejubelt wird. Wir sind friedlich. Eine so massive Vorverurteilung, ohne die Schuldigen überhaupt zu kennen, das entspricht nicht den Prinzipien einer rechtsstaatlichen und einer demokratischen Ordnung. Wer tausende friedlich demonstrierte Menschen pauschal abstempelt, macht dies, und das ist meine persönliche Meinung, aus vollem Vorsatz. Was ist hier passiert? Man hat in Leipzig nicht damit gerechnet, dass die Dynamisierung des Protestes so vorwärts geht, dass sich so viele Menschen hier zeigen und Gesicht zeigen und ihre Stimme mit erheben gegen diese Ungerechtigkeit in diesem Land. Und das lassen wir uns alle nicht verbieten. Und viele von euch, die haben endgültig die Schnauze voll. Und viele, viele sind noch zu Hause. Viele lassen sich vielleicht von irgendwelchen Mediennachrichten abhalten. Zeigt ihnen, dass wir friedlich sind. Der Artikel 20 Absatz 4 unseres Grundgesetzes sagt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, also unser Grundgesetz zu unterhöhlen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und wir leisten diesen Widerstand friedlich. Und diesen friedlichen Widerstand möchte Leipzig den Platz der Kreuzer und die Antifa verhindern. Und ich werde dort auch immer persönlich angesprochen. Ich werde dort als ehemaliger Hauptmann der Bundeswehr getriggert. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Ich war 14 Jahre Soldat der MVA, aber ich war auch über 22 Jahre Soldat der Bundeswehr. Und mein Enddienstgrad ist Oberstleutnant und ich bin Oberstleutnant AD der Bundeswehr. Und dazu stehe ich auch. Und ich bin nicht in der rechten Ecke und werde es auch nie sein, wenn jemand wissen will, was ich bin. Ich sehe mich als linksgrünen, patriotischen Internationalisten. Und wer das nicht glaubt, der kann sich mit mir unterhalten, dem werde ich das erklären. Weil das, was heute grün und links ist, das ist nicht mehr im eigentlichen Sinne links und grün. Das ist alles andere, das sind Verwerfungen, das ist nicht authentisch. Dagegen müssen wir vorgehen. Wir wollen unsere Natur, unsere Erde erhalten. Wir wollen den sozialen Frieden. Wir wollen keine Spaltung der Gesellschaft. Und ich rede jeglicher Gewalt, ich sage jeglicher Gewalt, Rassismus und Fundamentalismus, egal von rechts,
oder links, was das heute überhaupt bedeuten soll, weiß ich manchmal nicht genau. Dem trete ich offensiv entgegen. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle diesen Bestrebungen entgegentreten, dass wir friedlich bleiben und dass wir uns nicht hinreißen lassen. Ich merke selbst, wie bei mir manchmal der Kampf schwillt, weil gegen uns wird schon Gewalt angewendet, weil wir werden beleidigt, verunglimpft und verleumdet und beschimpft. Und auch verbal gibt es Gewalt. Und das sollte unterlassen werden. Wir stellen uns einem sachlichen und harten und konstruktiven Dialog. Aber wir lassen uns nicht beschimpfen. Trotzdem bleiben wir friedlich. Wir begeben uns nicht auf das Niveau von diesen Menschen. Also, lassen wir uns nicht provozieren. Zeigen wir uns heute von unserer friedlichen Seite. Wenn die Ordner was sagen, hört auf die. Die machen das nicht aus Spaß und es ist nicht eine Gängelei. Wir wollen, dass es immer mehr werden. Wir wollen kooperativ sein und wollen zeigen, wir sind auf einem anderen Niveau wie andere hier in der Stadt. Und deswegen gegen Provokateure werden wir versuchen einzuschreiten, weil immer wieder werden, wie gesagt, diese Leute tätig. Aber ansonsten lasst uns mit diesem weiteren Schritt heute noch immer mehr Menschen mobilisieren in dieser Stadt, sodass wir immer mehr werden und immer friedlich bleiben. Das ist mein Wunsch. Danke. Sehr geehrte Anwesende, liebe Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie heute hier nach Leipzig auf den Augustusplatz gekommen sind. Ich bitte Sie nun ganz herzlich um Ihre Aufmerksamkeit. Erneut haben wir uns heute an einem denkwürdigen Tag und Ort versammelt. Vor nunmehr 32 Jahren wurde am 3. Oktober 1990 mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland nach 40 Jahren der erzwungenen Spaltung die Einheit Deutschlands hergestellt. Diese Einheit Deutschlands gründete auf dem Willen des Volkes und resultierte aus den in der damaligen DDR stattfindenden Montagsdemonstrationen des Jahres 1989. Der sich anschließende Prozess der Herstellung der deutschen Einheit war von Anfang an in den gesamteuropäischen Entspannung- und Vereinigungsprozess eingebettet und vollzog sich in enger Konsultation mit allen europäischen Nachbarn, vor allem der UdSSR und den USA. Schließlich konnte durch die deutsch-sowjetische Verständigung und die Grenzgarantie für Polen die Bedenken der östlichen Nachbarn gegen eine NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands überwunden werden. Eine NATO-Osterweiterung heutiger Dimension bis an die Nahtstelle zum heutigen Russland war zur damaligen Zeit niemals vorgesehen. Im Gegenteil, die Bereitschaft zur friedlichen Koexistenz mündete in einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, in deren Ergebnis am 21.11.1990 34 Teilnehmerstaaten eine Charta für ein neues Europa unterzeichneten. Regelmäßige Außenministertreffen wurden vereinbart und in Wien ein Konfliktverhütungszentrum eingerichtet. Heute, 32 Jahre später, stehen wir vor einem katastrophalen Scherbenhaufen dieser Bemühungen um eine europäische und internationale Verständigung zum Nutzen aller. Damit mündet das begonnene 21. Jahrhundert schon jetzt in einer fatalen Krisenspirale. Der gesamte zivilisatorische Fortschritt der Menschheit wird Großmachtplänen geopfert. Ein Volksvotum gilt nicht mehr. Bürger werden als Bauernopfer gehandelt. Das war im Jahre 1989 in dieser Dimension nicht vorstellbar. Das ist bestürzend und hat uns heute erneut gemeinsam auf die Straße geführt. Krieg als Militärinvasion ist zu verurteilen, ohne Wenn und Aber.
Das Agieren Amerikas und der europäischen Regierungen auf den russischen Krieg in der Ukraine aber erst recht. In diesem Zusammenhang ist ein äußerst tragisches Versagen aller sicherheitspolitischen Bemühungen zwischen Ost und West zu beklagen. Vor diesem Hintergrund hat das Aushebeln aller bisher geltenden Regeln und Grundsätze den andauernden Kriegszustand befördert. Binnen kurzer Zeit wird in der Mitte Europas die reale Gefahr eines nuklearen Infernos heraufbeschworen. Wir stimmen deshalb einem weiteren Kräftemessen nicht zu. Wir fordern den sofortigen parlamentarischen Stopp der nicht abgesegneten Waffenlieferungen in die Ukraine. Denn wir wissen, dass diese für den anhaltenden Kriegszustand verantwortlich sind und unsere Regierung ihre Wahlversprechen in eklatanter Weise gebrochen hat. Wir fordern von den politischen Verantwortlichen, bringen Sie diesen Krieg schnellstens auf den Verhandlungsweg und gemeinsam mit der russischen Führung zu Ende oder treten Sie zurück. Deutschland darf nicht weiter Marionette amerikanischer Interessen sein und einen mörderischen Stellvertreterkrieg bedienen. Inzwischen richtet sich der Krieg als Ideologie- und Wirtschaftskrieg gegen die eigene Wirtschaft und Bevölkerung. In perfider Weise wird Präsident Putin für die desaströse Lage in unserem Land verantwortlich gemacht. Dabei entbehrte doch die von der Grünen Partei ausgerufene Energiewendepolitik weit vor dem Krieg jeglicher wissenschaftlicher Fundierung. Verwerfungen auf den Rohstoffmärkten, gestörte Lieferketten sind schon viel länger Resultat verfehlter Politik. Wir befürworten deshalb nicht ein 100-Milliarden-Paket für die Aufrüstung Deutschlands, denn ein diesbezüglicher Zusammenhang zum Ukraine-Krieg ist nicht gegeben. Wir geben unsere Stimme nicht für die Schaffung eines neuen eisernen Vorhangs. Wir stimmen nicht für den Abbruch der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit mit Russland, auch vor dem Hintergrund der immensen Folgeschäden für ein verarmendes und politisch destabilisiertes Europa. Vor dem aktuellen Hintergrund des Sabotageaktes auf die Gaspipeline fordern wir die rasche Aufklärung der Ursachen für den vorsätzlichen Angriff durch eine unabhängige und internationale Gutachter-Expertenkommission und weisen jegliche Mutmaßungen zurück. Sehr geehrte Anwesende, liebe Teilnehmer, kehren wir gedanklich noch einmal in die Herbsttage des Jahres 1989 zurück. Seit dem 25. September 1989 demonstrieren in Leipzig nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche immer mehr Menschen. 5.000, 10.000, später 100.000. Anfänglich kommt es zu brutalen Übergriffen der Polizei. Demonstranten werden verhaftet. Am Montag, dem 9. Oktober 1989, stand die DDR schließlich am Rande des Bürgerkriegs. In den frühen Morgenstunden war die Stadt voller Gerüchte und voller Angst. Militärfahrzeuge hatten am Standrand Aufstellung genommen. In den Schulen und Betrieben wurde ständig gemahnt, am späten Nachmittag das Stadtzentrum zu meiden. Geschäfte mussten um 17 Uhr schließen, Krankenhäuser räumten Betten, Blutplasma stand bereit. Die Ärzte hatten erhöhte Bereitschaft und waren aufgefordert, sich auf Schussverletzungen einzustellen. Es ist dem beherzten Engagement von mutigen Leipzigern und Kurt Masur, den Bürgerrechtlern und vor allem den friedlich demonstrierenden Menschen zu verdanken, dass dieser Protestzug von 70.000 Menschen um den Leipziger Innenstadtring ohne Blutvergießen endete. Sehr geehrte Anwesende, liebe Mitbürger, heute im Herbst 2022 eint uns gleichermaßen die gemeinsame Sorge um unser Land, um Europa und den Frieden in der Welt.
Dieser Sorge verleihen wir über alle politischen Grenzen hinweg mit unserer Demonstration Ausdruck. Unter uns befinden sich junge und ältere Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft. Wir distanzieren uns entschieden von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Wir nehmen uns das historische Ereignis der friedlichen Revolution von 1989 zum Vorbild, wenn wir in wenigen Minuten gleichermaßen um den Leipziger Innenstadtring laufen. Wir appellieren an Sie. Tragen Sie dazu bei, dass auch unsere Demonstration auf der Basis von Diszipliniertheit und innerer Geschlossenheit friedlich verläuft. Betreten Sie nicht die Randstreifen oder Gleisanlagen. Falls der Aufzug stoppt, bitte ich Sie, geduldig zu warten. Drängen Sie auf keinen Fall weiter nach vorn. Das führt zu unübersichtlichen Situationen und kann gefährlich werden. Dulden Sie im Demonstrationszug keine Disziplinverstöße gegen die Aufzugsordnung. Bitte lassen Sie sich von Personen am Straßenrand keinesfalls provozieren, denn wir suchen den friedlichen Dialog. Leisten Sie den Anweisungen der Polizei und der Ordnungskräfte Folge und dann können wir jetzt mit unserem Aufzug beginnen. Super! So, wir laufen wie immer hier zwischen dem Gewandhaus und diesem Baumallee auf die Straße. So, also, es sind ja noch einmal deutlich mehr Leute geworden. Ich habe gerade nicht den Überblick, aber anfangs war es wirklich gefühlt sehr, sehr wenig. Vor allem das, was zu sehen war, war anfangs wirklich sehr, sehr dünn. Jetzt muss ich sagen, es sind einige dazugekommen. Wir sind auf jeden Fall im vierstelligen Bereich hier. Wie viele, kann ich gerade nicht sagen. Aber in den letzten Minuten hat sich hier doch einiges noch einmal getan. Da weiß man mehr. Ach, Grüße. Grüße. Nichts, nee. Nein, also die großen Demonstrationen der letzten Jahre, das gab ja richtige Großdemonstrationen, hervorragend gemacht. Deswegen haben die den Halbweg jetzt auch verpasst, weil der hat das Talent, das wieder auf die Kunst gestellt. Und den Berlinern wurde der Schneid komplett. Also die Berliner Polizei ist da ja in Art und Weise gegen solche Personen. Dass die Berliner Polizei wirklich, ich habe so oft gesehen, ich habe das vorhin gar nicht gesehen, das ist einfach schnell.
angesichts der Größe der Demo war das doch eine richtige Entscheidung, heute hierher zu kommen. Zwischendurch habe ich gezweifelt, aber es ist jetzt doch wirklich enorm angewachsen. Also während ich gerade die eingehenden Reden gefilmt habe, sind von hinten jede Menge Menschen nachgeströmt. Ja, jetzt laufen wir, also ich laufe ja mit. Und das ist wohl der historische Marsch über den Ring. Ich habe schon einige Male aus Leipzig berichtet und ich weiß, einige Male schon hat die Polizei sich dann die größte Mühe gegeben, diesen Marsch eben ja, zu verhindern, gerade halt zu Corona-Zeiten. Ja, vermutlich eben, weil man sich der historischen Bedeutung so bewusst ist. Mittlerweile lässt sich das offenbar nicht mehr verhindern. Jetzt wird über den Ring gelaufen. Es sind natürlich nicht wie 89.000, 70.000, aber es sind ein paar Tausend. 2.000, 3.000 würde ich jetzt schon mal schätzen. Mir wurde gesagt, auch unterwegs würden Leute noch dazukommen. Also deutlich zu sehen, mindestens zwei Fahnen der Freien Linken. Rechte habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Werden auch irgendwo dabei sein. Es ist ein Querschnitt der Bevölkerung. Ansonsten, ja, ganz normale Leute. Man hat es vielleicht gerade gesehen. Bürgerlich. Ja, ich habe jetzt 1600 Zuschauer und es wird mehr. Ja, liebe Zuschauer, wenn dann irgendwann die Verbindung abreißt, da ist mittlerweile leider fest von auszugehen, dann dauert das ein paar Minuten und ich bin wieder online. Also, ich gehe fest davon aus, die Verbindung wird abreißen. Manchmal denke ich auch, unser Kanal wird gar nicht mehr von Algorithmen betreut, sondern ja, händisch. Und ja, manchmal fühlt es sich sehr, sehr seltsam an. Also noch einmal, wenn nachher die Verbindung abreißt und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr groß, dann ein paar Minuten Geduld und wir sind wieder online. Ja, da habe ich auch durchaus meinen Spaß mit den Leuten. Also wenn man ja halt Leute sieht, die so hundertprozentig überhaupt nicht ins rechte Schema passen, weil sie einfach auch nicht daherkommen, dann ist das durchaus lustig. Ja.
wenn man mit diesen ganzen Diffamierungen ja ein bisschen spielt und hier seinen Spaß hat. Okay, da sieht man dann das erste Mal die Antifa, gut abgeschirmt von der Polizei. Ich versuche das gleich mal zu zeigen. Doch in einiger Entfernung und ich glaube, es sind nicht sehr viele. Moment. Gute Essen gibt es doch zu Hause. Aber das ist dabei. Ja, das ist die deutsche Antifa, die ja eigentlich nichts mehr mit ihrem Namen, also sie wird ihrem Namen nicht mehr gerecht. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Die Antifa vertritt die Interessen des Großkapitals. Die Antifa steht vor allem hinter der Regierung. Die Antifa taucht immer dort auf, wo gegen die Regierung demonstriert wird. Ja, wieder einige wenige, die dann jetzt halt hier auskundschaften, das übliche fotografieren. Da reagieren die selber sehr, sehr empfindlich, rasten immer total aus, wenn sie das Gefühl haben, sie werden fotografiert oder gefilmt. Das mögen sie gar nicht. Ich glaube, die nehmen sich auch ein bisschen zu wichtig dabei. Auch schon die Antifa-Kinder rasten total aus, wenn sie eine Kamera sehen. Ist man halt wichtig. Man kommt sich irgendwie bedeutsam vor, glaube ich. Ich gehe übrigens auch davon aus, wir werden irgendwann stehen bleiben. Da wird dann, ich glaube, Leipzig nimmt Platz, wird dann wieder ja, sich auf die Straße setzen und diesen Nazi-Umzug hier zu blockieren. Das letzte Mal, als ich hier war, das war am 5., da haben sie sich damit erfolgreich durchgesetzt und die Polizei hat nicht die Blockade aufgelöst, sondern ja, den Demonstrationszug einfach gestoppt, bis der sich dann irgendwann ja, mehr oder weniger aufgelöst hat oder in die andere Richtung gelaufen ist. Ja, links und rechts unentwegt vereinzelte Antifas, die gucken bis jetzt aber friedlich. Ich habe jetzt noch nicht mal irgendwelche Provokationen mitgekriegt. Ja, ich habe das mal so. 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 Ich habe
Also bisher jeder kleine Zugang zu der Straße hier, egal ob das jetzt eine Grünfläche ist oder eine kleine Straße ist, wird, sobald der Demonstrationszug dorthin kommt, offenbar sofort von der Polizei gesichert und vereinzelte Antifas sind dann auch häufig zu sehen. Ja. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.